Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Forscher und Lehrer der vedischen Astrologie. Ja, in diesem circa 20-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der Planeten anhand der Transite für den Juli 2018, anhand ihres Aszendenten. Das bedeutet, im Unterschied zur westlichen Astrologie ist der Aszendent viel, viel wichtiger für die Deutung des jeweiligen Monats. Und so bitte ich Sie, dass Sie das entsprechende Video auswählen anhand Ihres jeweiligen Aszendenten und nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens. Das bedeutet, je nachdem, ob Sie Aszendent Widder, Aszendent Zwilling, Aszendent Löwe oder was auch immer sind, bitte dann dieses Video auswählen, denn es stehen 12 verschiedene Videos für den Monat Juli zur Verfügung. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann finden Sie unterhalb dieses Videos einen Link vorbereitet, mit dem Sie mir Ihre Geburtsangaben zusenden können und ich werde Ihnen kurzfristig und gratis Ihren Aszendenten mitteilen, damit Sie ja wissen, welches dieser 12 Videos jetzt von Juli 2018 für Sie ist. Dann, ja, ich lade Sie ein und zwar im Oktober findet statt das Seminar, das vedische Horoskop, Ihr spiritueller Ratgeber. Forschen Sie mit mir und der Gruppe eine Woche lang anhand Ihres persönlichen vedischen Horoskops über Ihren spirituellen Weg, wie dieser im Leben angelegt ist, was man daraus aus Ihrem Horoskop alles herausnehmen kann und saugen Sie diese besondere Atmosphäre der Insel Zypern mit ihrer Naturschönheit, ihrer Ruhe und ihrer besonderen heilenden Energie auf mit mir in einem schönen Dorf in den Bergen und Meerblick und Ruhe. Und ja, dieses Seminar wird stattfinden vom 14. Oktober bis 21. Oktober. Sie können noch bis Mitte Juli mit 20% Frühbucherrabatt dieses so begehrte Seminar buchen. Sie finden auch dazu unterhalb des Videos einen Link. Sie sehen ihn hier auch eingeblendet, wo Sie noch mehr Informationen über dieses Seminar finden und auch eine Broschüre zum Herunterladen, damit Sie die Fragen über Seminarinhalt, ja, was da alles drankommt und wie das mit Anreise und Essen ist, ja, dass Sie hier alle Informationen haben. Außerdem kommt jetzt immer wieder mal ein kurzes Video, was wir da in diesem Wochenseminar auf Zypern machen wollen bezüglich dem Thema Spiritualität. Ich mache das anhand eines Beispielhoroskops, nämlich eines Politikers und Geistlichen von Zypern. Dieses Musterhoroskop deute ich dann immer wieder mal bezogen auch auf so Themen, was wir dann mit Ihrem Horoskop gemeinsam machen möchten. Dazu befindet sich auch bereits das erste Video im Kanal, was Sie leicht finden können. Weitere werden folgen. Ja, was haben wir noch? Ja, die sogenannten Astro News, mein Newsletter, in dem Sie wichtige Informationen finden zum Thema, was gibt es Neues, wo gibt es Seminare, dann natürlich Deutungsartikel. In der letzten Veröffentlichung habe ich geschrieben über die jetzige Zeitqualität und was Besonderes auf uns in den nächsten Jahren zukommt. Wenn Sie diese so wertvollen Informationen gratis auch haben möchten, bitte tragen Sie sich ein in den Verteiler. Ja, diesen finden Sie auf oben eingeblendeter Webseite oder auch unterhalb des Videos ist ein Link. Dann kriegen Sie automatisch einmal im Monat diese sehr informativen und wertvollen vedischen Astro-News und haben sogar auch Zugang zu dem Archiv, wo viele interessante Artikel zur vedischen Astrologie
der letzten 5 Jahre zu finden sind. Ja, dann geht es gleich los, aber als letztes noch was ganz Besonderes, lauter Highlights hier, und zwar meine Frau führt jetzt durch eine sogenannte Selbsterkenntnis, einen Selbsterkenntniskurs, eine Bewusstseinsreise, die 21 Tage dauert. Sie soll Ihnen helfen, mehr aus der Dunkelheit ins Licht zu kommen. Und das ist ja auch spannend, diese Entdeckungsreise. Vor allem, es ist auch gratis. Tragen Sie sich ein, machen Sie mit. Es ist was ganz, ganz Tolles. Und zwar das größte Abenteuer Ihres Lebens sind nämlich Sie. Und um Sie geht's. Und deswegen schauen Sie sich das an, hier mit dabei zu sein. Sie brauchen nur, auch unterhalb des Videos, dazu ist der Link vorbereitet, dass Sie da dann leicht hinfinden können, um mehr rauszukommen aus der Dunkelheit und rein ins Licht, wie dieses Bild hier auch so schön zeigt. Ja, aber jetzt legen wir schon los. Und zwar, wie schaut es aus mit der planetaren Großwetterlage für Juli 2018? Ja, nun wollen wir sehen für Sie als Aszendent Löwe, wie sich die planetare Großwetterlage darstellt im Juli 2018. Hier der Chart und wir beginnen mit der Sonne, die ja besonders wichtig ist als Aszendent Löwe, denn die Sonne herrscht ja über das Zeichen Löwe, ihren Aszendenten, dem wichtigsten Haus im Horoskop. Und da sehen wir, dass die Sonne bis 22. Juli im Zeichen Krebses im 12. Haus und dann geht sie in der letzten Juliwoche in Haus 1, worin ja auch die ganze Zeit der Merkur ist und in den ersten 9 Tagen auch die Venus. Nun, die Sonne in Haus 12, die meiste Zeit im Juli in den ersten 22 Tagen, gibt Ihnen so das Bedürfnis mehr nach Rückzug. Es wäre besonders gut für Sie, sich etwas Auszeit zu nehmen in den ersten 22 Tagen oder Teilen davon, wie Sie halt Möglichkeit finden, um auch etwas Rückschau zu halten. Die Qualität der Sonne in Haus 12 unterstützt Sie in Ihrem Bedürfnis, sich auszuruhen, rauszugehen aus dem Hamsterrad und mal tiefer über die Wahrheit oder das, was aus Ihrer Sicht die Wahrheit sein könnte, zu kontemplieren und nachzusinnen. Um Ihnen diese Energie mal ein bisschen näher zu beschreiben, zum 12. Haus, was jetzt für Sie mehr präsent ist, das gegenüberliegende Haus, ja, ist das 6. Haus. Und oft kann man ja durchs Gegenteil auch beschreiben, was das andere ist, ja. Das 6. Haus steht für den beruflichen Alltag, für den materiellen Existenzkampf, für die Pflichten, um die wir uns kümmern müssen im Rahmen unserer täglichen Aufgaben und die Hindernisse, die wir meistern müssen, damit wir materiell überlebensfähig sind. Ja? Das 6. Haus steht auch für unsere Gesundheit, um die wir uns kümmern müssen. Und das 12. Haus, ja, hat eben eher eine gegenteilige Energie, raus aus dem Alltag. Deswegen, ich gebe Ihnen jetzt auch ein paar weitere Bedeutungen für das 12. Haus, weil die beschreiben da noch sehr gut die Energie, die hier mehr am Wirken ist für Sie jetzt. Klöster, Kirchen, Wellness, Urlaub, Freizeit, Rückzug, in die Natur gehen, Isolation, Alleinsein, Kuraufenthalt, Meditieren, die Suche nach der höchsten Wahrheit, die Suche nach Gott, Kontemplieren, Klöster, aber auch, bitte nicht erschrecken, Krankenhäuser und Gefängnisse. Warum jetzt Krankenhäuser und Gefängnisse? Also bitte keine Angst haben jetzt erstmal, ja, das heißt jetzt erstmal gar nichts, aber ich möchte Ihnen nur bewusst machen, was da für Energie dahinter am Schwingen ist. Wenn ich beispielsweise ins Krankenhaus muss, ja, dann werde ich ja auch zwangsweise, weil ich halt irgendwas habe, was operiert werden muss, aus
dem Alltag herausgezogen, kommt da auch mal ins Nachdenken. Das 12. Haus ist letztlich ja auf einer spirituellen Ebene das spirituellste Haus der 12 Häuser im Horoskop. Denn das 12. Haus steht auch für Erleuchtung und für, ja, also, wie soll ich sagen, für das Freiwerden aus dem Rad der Wiedergeburten. Und ich habe ihn auch gedeutet, gerade für die Suche nach Gott. Das bedeutet, dass wir in Verbindung mit unserer Quelle nur dadurch kommen, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir rausgehen aus diesem alltäglichen Wahnsinn und mal die Dinge mehr aus einer Sache, aus einer Perspektive des Abstands anschauen. Ich darf Ihnen sagen, ich selber lebe sehr stark das 12. Haus, nicht nur jetzt in dem Monat, sondern ich bin ein bisschen ein Entsagender, ja, so muss ich schon sagen, weil das 12. Haus steht übrigens auch für Entsagung. Lebe auf Zypern und deswegen das 12. Haus steht auch für Übersee, für weit weg. Na, da merken Sie so weitere Bedeutungen. Und wenn man zu den ganzen Dingen auf Abstand geht, dann wird einem auch mehr klar, ja, man kommt mehr zu sich, ja. Deswegen das 12. Haus, wenn ich auch sage Erleuchtung oder die Suche nach Gott, das bedeutet das Aufsuchen von Stille, das in die Natur gehen, das Meditieren, das auch genügend Pause und Ruhe haben, bringt einen mehr in Verbindung mit der eigenen Quelle. Und wenn wir das zu wenig machen, wenn wir uns dafür zu wenig Zeit geben, dann werden wir auch durch unser Schicksal zwangsweise aus dem Hamsterrad immer wieder mal genommen, durch meinetwegen einen Unfall, durch eine Krankheit oder Gefängnis, da können wir auch mal nachdenken. Ne? Gut, muss das jetzt nicht heißen für Sie, ich will Ihnen nur die Energie bewusst machen, Sie aber gleichzeitig auch dazu motivieren, dass Sie sich unbedingt diese Zeit für Rückzug nehmen. Weil ich brauche Ihnen nicht sagen, ja, dass was bleibt denn da noch für Raum, über die höchste Wahrheit nachzusinnen oder zu seiner Quelle zu kommen? Sagen wir mal, Sie gehen 40 Stunden arbeiten, dann müssen Sie in die Arbeit pendeln, hin und zurück, dann müssen Sie ja noch einkaufen, müssen sich um die Wohnung kümmern, vielleicht noch um Kinder kümmern, vielleicht noch um einen Mann kümmern, vielleicht noch um, haben vielleicht auch noch Überstunden zu machen, dann sind Sie nur am Funktionieren. Das ist 6. Haus, funktionieren. Ja, bravo, Sie haben gut funktioniert, kriegen Sie einen Deckel auf den Grabstein, dieser Mensch mit Nummer sowieso hat gut funktioniert. Eintüten, zurückschicken. Das kann es nicht sein. Das 12. Haus steht für Suche nach der höchsten Wahrheit. Tiefes Nachsinnen. Auszeit nehmen. Raus aus dem Alltag. Um was geht es denn wirklich? Wie finde ich Gott? Wie finde ich zu meiner Quelle? Wie kann ich mich wieder aufladen? Wie kann ich mich regenerieren? Merken Sie was? Und wenn wir das nicht tun, oder zu wenig, ja, dann werden wir zwangsweise aus dem Ring genommen, damit wir mal die Zeit haben nachzudenken. Deswegen steht das 12. Haus eben auch für andere unschöne Dinge. Besser ist, man macht die Dinge freiwillig, ja, und dann kann man ja wieder losziehen, weil Sie sehen ja schon, Merkur steht auch in Haus 1, das fördert dann auch, dass Sie gleichzeitig mehr in der Phase, wo Sie sind, werden Sie sich auch gerne mehr beschäftigen wollen mit dem, was sind denn meine größten Wünsche im Leben? Ja, Merkur regiert das 11. Haus. Wie kann ich das in meinen Lebenspfad besser einbauen? Das wird Sie beschäftigen. Und wie sehen dazu Ihre finanziellen Möglichkeiten aus? Das wird Sie beschäftigen, ja. Weil wenn Sie da mal zur Ruhe kommen, dann überlegen Sie sich mal wirklich, was Sie eigentlich brauchen, ja. Ich lebe jetzt momentan auf Zypern. Hatte zuvor 1,5 Jahre in Bulgarien gelebt, ja, alles mal so ein bisschen ausprobiert. Kinder sind ja schon groß. Und war recht interessant. Also Bulgarien zum Beispiel, ja, gibt es wunderbare Gegenden, da kann man für 500 Euro leben. Und zwar sehr gut leben, inklusive Miete und Krankenkasse. Toll, ja. Also es gibt Möglichkeiten, ja, muss nicht auswandern sein, um Gottes Willen. Ich will nur sagen, diese Dinge, die kommen, wenn man einfach auch Ruhe hat. Weil nur wenn man Ruhe hat, kommt man zu sich. Und das ist eben, das 12. Haus hat eine Verbindung zu dem Zeichen Fische, ja. Das heißt, hier kann man auch dem Göttlichen begegnen. Und
Deswegen auch ein guter Monat für mehr Meditation, die ja ohnehin regelmäßig für Sie sein sollte. Das wäre ohnehin gut. So, schauen wir mal weiter. Die karmische Achse Rahu Ketu läuft ja auch weiterhin in Haus 1 und 7. Da hat sie ja nichts geändert. Die bleibt ja unverändert. Und Sie sehen ja auch, dass der Rahu, der ist nach wie vor in Haus 1. Und er möchte auch Ihnen noch einige Schwächen in Ihrer Persönlichkeit mehr bewusst machen, aber auch Schwächen, die noch bestehen oder Unsicherheiten oder Unklarheiten bezüglich Ihres Lebensweges. Und dazu wird jetzt die Orientierung, die Sie vielleicht diesbezüglich früher aus der Partnerschaft erhalten haben, Ketu in Haus 7, weniger bedeutungsvoll, weil der Fokus. Sie sind jetzt in einer Zeitqualität, wo Sie einfach auch überlegen, ja gut, man weiß ja nie, wie lange es mit einer Partnerschaft funktioniert. Ein Partner kann sterben, ein Partner kann gehen. Gibt da keine Garantien. Und dann stehen wir da, ne? Ja, wir sollen sagen, im Nachthemd sind allein und müssen überlegen, ja, was ist denn jetzt los? Und deswegen ist es gut, der Weise baut sich das Haus vor der Flut. Ja, das heißt, baut innere Substanz auf. Und welche Unsicherheiten Sie da noch haben, ja, diese innere Burg, diese innere Festung, die sie unabhängig macht von dem Außen, mehr errichten zu können, das ist Rahu in Haus 1. Und da sollten Sie eben auch dranbleiben. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich auch mit der indischen Astrologie beschäftigen. Denn der Löwe, der Sie ja sind vom Aszendent, eine Ihrer wesentlichen Lebensaufgaben ist Vorbild sein, die Schwachen beschützen und führen und inspirieren. Zum Wohle der Menschheit. Und da muss ich mal, ihre Mitmenschen, der Bevölkerung. Das heißt nicht den anderen ihre Wahrheit aufdrängen, ja, gleich gar nicht, das wäre ein schwacher Löwe, sondern durch Vorbild leben. Und schauen Sie mal im deutschsprachigen Raum, wie viele Vorbilder findet man denn da, wo man sagt, ja, das ist doch toll. Ja, da könnte ich mich jetzt, nee, muss ich mich jetzt zurückhalten, aber. Es gibt so viele super Menschen unter der großen Menge. Wenn wir in die Kraft kommen, ja, was da für großes Potenzial schlummert. Und der Löwe, ja, Löwe ist ein Krieger nicht im Sinne von militärisch, sondern ein Krieger, eintreten fürs Gute, Vorbild sein, beschützen der Schwachen, sich kümmern um das Wohlergehen der anderen. Der Löwe ist das Zeichen, das möchte das Licht über den lieben Menschen, aber auch den Bösewicht, ohne zu urteilen, im gleichen Maße verteilen. Das ist ja auch die Sonne. Die Sonne sagt ja auch nicht, naja, jetzt momentan über Donald Trump, da lasse ich sie nicht scheinen. Der ist mir momentan komisch. Ne? Da mache ich Schatten und Sonne mache ich da nur bei anderen. Das macht die Sonne nicht. Ne? Gut, jetzt werden wir wieder philosophisch. Aber ich will sie ja auch ein bisschen stimulieren, denn die ganze Welt in der Masse geht ja rein aufs Materielle, was ja genauso wichtig ist, aber wir müssen auch die geistigen Dinge, die viel wertvoller sind, weil sie unbezahlbar sind, die können durch Gold und Silber nicht aufgewogen werden. Darüber müssen wir mehr sprechen. So, dann haben wir die äußeren Planeten noch. Mars, ja, in Haus 7 den ganzen Monat Juli. Sie haben jetzt mit Ketu und Mars ist ein bisschen explosive Energie da in Partnerschaftsthemen. Mein Rat lautet, dass Sie Unklarheiten in der Partnerschaft jetzt zwar leichter klären können, ja, Sie können sich jetzt leichter abgrenzen in der Beziehung. Sie können jetzt leichter sagen, was Sie haben wollen und auch nicht tolerieren wollen. Achten Sie aber jetzt besonders darauf, dass Sie das in einer nicht verletzenden Art und Weise machen. Weil Sie wissen ja, da wo Mars steht, da wird gehobelt, da fallen Späne. Haus 7 ist das Haus der Partnerschaft, dann mit Ketu. Ketu wirkt mit Mars, haben wir Doppeldynamit. Also Vorsicht, ja. Vorsicht ist geboten, wie Sie jetzt mit dem anderen umgehen. Ja? Dann nicht, dass Sie da Harakiri machen. Ja? Und darin liegt aber Ihr freier Wille jetzt. Wie gehe ich jetzt mit Dingen, die mir eigentlich momentan ein bisschen zu weit gehen, um in dem Umgang mit dem anderen? Und gut ist es, dass Sie
die positiven Maßqualitäten, also Logik, Klarheit, Intelligenz, Mut, Willenskraft, Fokus einsetzen, aber nicht den verletzten Mars, Ärger, Zorn und Frust und so weiter. Das soll nicht sein. Ja? Und mit Abgrenzen ist auch gemeint, einfach in Ich-Botschaft sagen zu können, nein, ich bin damit so nicht einverstanden. Ich möchte das für mich anders haben, weil da fühle ich, ist eine Grenze übertreten. Was können wir da machen? Ja, so haben sie den anderen nicht angegriffen, haben sich aber klar positioniert, wenn ihnen eine Sache wichtig ist. Und mit Mars in Haus 7 können sie sich in ihrer Partnerschaft jetzt klarer abgrenzen. Was ja auch richtig ist, sie sollen ja auch geachtet werden mit ihren Bedürfnissen. So, Saturn in Haus 6, weiterhin eine super Position für die Verbesserung gesundheitlicher Strategien, die dann von langfristigem Bestand haben. Also können Sie sehr gut gesundheitsbewusstes Verhalten jetzt mehr in die Tiefe bringen. Ja, meinetwegen sich von Süchten befreien, meinetwegen mehr Bewegung in Ihr Leben bringen, besseres Ernährungsverhalten, ja, oder Ihren Arbeitsalltag einfach, ja, mal auf Nützlichkeit besser checken. Jupiter in Haus 4 gibt Ihnen auch weiterhin ein sehr gutes inneres Gefühl. Ja, da gibt es schon auch jetzt das Bedürfnis von Ihrer inneren Seite, von Ihren tiefsten Sehnsüchten, sich mehr der Spiritualität zu nähern, Ihre Gefühle, Ihr Innerstes. Ja, Haus 4 braucht mehr Nahrung durch Weisheitslehren oder durch höheres Wissen. Jupiter ist übrigens auch die Astrologie. Und auf einer äußeren Ebene ist das vierte Haus aber auch eine gute Zeit, schöne Zeit im häuslichen Bereich oder eine gute Zeit, ja, in Verbindung mit der Mama. Ja. Dafür könnten Sie das auch gut nutzen, Sinn finden, mal mit der Mama oder mit Mutterthemen sich mehr zu beschäftigen. Okay, das war's für Sie, Aszendent Löwe, der Monat Juli 2018. Ja, zum Schluss nochmal die Erinnerung an dieses so besondere Seminar auf Zypern im Oktober, zu dem Sie sich noch bis Mitte Juli mit Frühbucherrabatt in Höhe von 20% anmelden können. Es geht darin um das Thema Ihres vedischen Horoskops und Ihrem spirituellen Weg, was wir dazu alles lesen können, eingebettet in diese so wunderschöne Natur und Ruhe dieser fantastischen Insel in einem Bergdorf mit Meerblick. Ja, mehr Infos finden Sie, wie gesagt, unterhalb dieses Videos mit dem Link, dass Sie hier zur Broschüre kommen und auch an mehr Infos kommen. Dann lade ich Sie ein, an meinen vedischen Astro-News teilzuhaben, die ich einmal im Monat versende mit hochinteressanten Informationen zum Zeitgeschehen, Weltgeschehen, aktuellen Konstellationen, Seminaren, vergünstigte Angebote für die Schule oder wenn sonst etwas Besonderes ist, ja, oder wenn auch gewisse Challenges sind, wo gratis Erforschungsreisen sind zum Seelenplaneten oder Persönlichkeitsentwicklung, wurde ja auch schon immer wieder mitgeteilt. Und diese Informationen bekommen Sie exklusiv gratis über die Teilnahme, wenn Sie an meinen Newsletter eben, wenn Sie dabei auch eingetragen sind. Hier oben sehen Sie die Internetadresse, wie Sie sich anmelden können. Und diese finden Sie auch unterhalb des Videos. Dann ganz besonders jederzeit möglich, starten Sie mit Ihrer Bewusstseinsreise, 21-tägiger gratis Selbsterkenntniskurs für Sie aus der Dunkelheit ins Licht, etwas sehr Wertvolles von meiner geschätzten Kollegin und lieben Frau Brunhilde Scheiner. Ja, auch dazu finden Sie den Link unterhalb dieses Videos vorbereitet. Nun, die Deutung haben wir gemacht, so verbleibt mir jetzt eben noch für den Monat Juli Ihnen einen fantastischen Monat zu wünschen und viel, viel Freude bei der Reise zu sich selbst. Finden Sie Ihren Weg.